vier Kapitel, warum machen wir sowas? Dann ein paar technische Dinge. Dann schauen wir an, wie hat sich denn in Bezug auf diese Komplexitätsmessungen der Linux-Kernel gewandelt in den letzten, ja, 20 Jahren. Und ganz am Schluss, wenn wir noch Zeit haben, werde ich noch ein bisschen über andere Analysenmethoden sprechen, die vielleicht komplementär sind dazu, aus denen man noch andere Schlüsse dann ziehen kann. Warum machen wir das? Rein intuitiv. Und ich denke, das wird jeder bestätigen, der schon mal programmiert hat, der denkt, naja, die Fehlerdichte, irgendwie Fehler pro 1000 Zeilen Code oder irgendwie sowas, das ist irgendwie abhängig, mehr oder weniger linear abhängig von der Komplexität von dem, was man programmiert hat. Also ein einfaches Programm, das sieht jeder sofort, okay, sieht man sofort, das wird keinen Fehler haben. Und wenn es dann komplexer wird, denkt man doch, naja, wahrscheinlich sind da noch Fehler drin. Und da gibt es ganz, ganz viele Studien darüber, publiziert, und die sagen genau das Gegenteil. Ja? Also das ist nicht so. Das ist explizit nicht so. Sicherlich andersrum stimmt es auch nicht. Je einfacher eine Funktion ist, desto mehr Fehler hat sie. Das gibt es sicherlich auch nicht so. Aber irgendwie sind halt da andere Effekte drin. Ein komplexer Code wird einfach auch wieder rein intuitiv besser getestet. Ja? Und damit findet man Fehler, die kommen raus und damit hat man fe geringere Fehlerdichte. Ja? Und das Ganze ist eben, diese Fehlerdichte ist eben abhängig von ganz vielen Parametern, nicht nur von der Komplexität. Ja? Qualität vom Entwickler, natürlich, zeitlicher Aufwand, den man zur Verfügung hat, Testqualität, Testaufwand, Werkzeuge, Methodologien, die man anwendet und vieles mehr, unter anderem natürlich auch irgendwie die Komplexität. Und dieser Sache wollen wir da ein bisschen auf den Grund gehen, das wollen wir uns ein bisschen anschauen in diesem Sache. Vielleicht nur ganz wichtig zu sagen, viele dieser Parameter, die sind rein subjektiv. Wie will man denn die Qualität eines Programmierers quantifizieren? Ja, das ist schwierig, das ist relativ schwierig. Auch wieder intuitiv weiß man, das ist ein guter oder der kann nichts. Ja? Komplexität versuchen wir jetzt doch mal ein bisschen zu objektivieren, diese Sache. Also das ist so, wie sind das Ziel. Ja? Und solche subjektive Parameter, die werden heute ganz häufig in solchen Bayesian Netzen behandelt. Und da gibt es also einen Vorschlag hier von dem Herrn Fenton, der da relativ viel darüber geforscht hat, der so ein einfaches Bayesches Modell hier vorgeschlagen hat. Und da geht eben die Problemkomplexität geht dort eben irgendwie rein. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen, das können wir vielleicht nächstes Jahr machen oder sowas. Ich möchte heute jetzt eher doch über diese Sachen sprechen. Ja? Und wenn man Komplexität hört, dann denken viele von euch, wahrscheinlich haben Sie das mal gelernt im Studium, diese zyklomatische Komplexität. Ja, das ist uralt. 1976 wurde das schon vorgeschlagen von einem Herrn McCabe. Deshalb heißt es ja auch McCabe-zyklomatische Komplexität sehr häufig oder McCabe-Komplexität. Ja? Und das ist eigentlich eine Kennung für, wie viele unabhängige Pfade gibt es in so einem Software. Ja? Und da kommen wir jetzt zu dieser Codeflow-Analyse. Weil das ist ein nichts anderes wie, wir schauen, wie kann denn der Code vom Anfang einer Funktion bis zum Ende durchlaufen. Ja, wie viele Möglichkeiten gibt es das? Und dieser Herr McCabe, der hat eben damals vorgeschlagen, naja, wenn eine Software mehr als 10 Pfade hat, ja, dann wird es langsam komplex. Ja. Diese Zahl hat sich dann als nicht sehr praktisch herausgestellt. Andere Organisationen, Hewlett-Packard hat da sehr viel gearbeitet, zum Beispiel drauf, die haben dann gesagt 15 oder 25. Und mehr komplexer soll es eigentlich nicht werden. Und wir werden nachher sehen, wenn man dann Messungen macht und das mal real an irgendwelchen Funktionen anschaut, dann sind wir da in einer ganz anderen Größenordnung von dieser Komplexität. Ja? Also das ist eigentlich eher naiv hier dazu denken, mit 10 kann man das machen. Ja? Der McCabe hat damals aber schon in der Originalpublikation gesagt, naja, vielleicht ist es nicht die beste Definition für Komplexität. Ja, vielleicht könnte man das noch besser machen. Und da gab es hunderte von Versuchen, das besser zu machen. Und ich setze heute einfach nochmal einen drauf und mache nochmal einen Versuch, es besser zu machen. Ja.
Es ist erstaunlich, diese zyklomatische Komplexität, man redet heute noch davon. Und es ist doch erstaunlich, dass sich das so lange gehalten hat, obwohl eigentlich jeder weiß, es ist nicht gut. Wir werden jetzt gleich noch ein ganz schönes Beispiel sehen, wo man das Problem sieht. In strukturierten Programmiersprachen berechnet sich diese zyklomatische Komplexität ganz einfach. 1 plus die Anzahl der verzweigenden Komponenten, das ist also if-else zum Beispiel irgendwie, oder solche Schleifenelemente, oder case und default, das sind diese Elemente, und die muss ich einfach zählen, und dann komme ich auf meine zyklomatische Komplexität. Ist ganz einfach. Genau. Ja? Und es ist einfach in strukturierten Programmiersprachen, weil man es eben sehr schön so graphentheoretisch deuten kann. Ja, wenn man einen sogenannten Codeflow-Graph macht und so Grundelemente nimmt, hier zum Beispiel so ein if, wo also so verzweigt, oder if-else, das dann hier auch nochmal was kommt in dem else-Zweig, solche Loop-Elemente, rot bei mir, oder solche Switch-Case-Break-Elemente, sieht man auch, hier sind die Breaks, hier ist das Default, ja. Und dann noch 2 Standardoperationen mit anwendet, nämlich einmal das sogenannte Sequencing, also ich nehme ein Grundelement nach dem anderen, ja, oder das Nesting, ja, wo ich ein anderes Element in einem Element habe. Ja? Dann kann ich im Normalfall die ganze Software genauso darstellen, solche mit solchen Graphen hier. Ja? Das Ganze nennt sich dann so ein Graph, nennt sich dann eben Codeflussgraph, Codeflowgraph. Ja? Und jemand, der da sehr schön drauf gearbeitet hat, das ist wieder dieser Herr Fenton, der nämlich 1997 schon ein Buch geschrieben hat über Software-Metrics, das heute noch aktuell ist, weil er immer wieder neue Editionen rausgibt oder neue Versionen rausgibt von dem Buch. Also wer sich dafür interessiert, kann ich das Buch wirklich empfehlen, weil es sehr gut geschrieben und es wird sehr klar, sehr klar. So, jetzt habe ich mir, machen wir das hier noch schnell, zyklomatische Komplexität, bewertet einfach diese Elemente. Für jedes dieser Elemente wird 1 dazu addiert und dann wird kein Unterschied gemacht zwischen Sequenz und Nesting, wird einfach addiert. Ja, die Anzahl, einfach die Summe von allen Elementen. Ja. Und jetzt machen wir da mal ein kleines Beispiel. Und das habe ich so ein kleines Programm hier geschrieben. Ein Parser, komme ich nachher auch noch mal ein bisschen drauf zurück, ganz am Schluss. Ein Parser, der einfach, also er ist in Python geschrieben, der nimmt einfach den Code, nicht vorkompiliert, also wirklich der Bruttocode, so wie ihn der Programmierer sieht. Ja. Erstellt dort so eine Struktur, Abstract Source Tree draus, so ein Baum, ja, so ein Source-Baum, kann dann die Metriken berechnen und dann, das geht fast automatisch dann, wenn man diesen Source-Tree hat, dass man dann das noch gleich in so einen Graph umwandelt. Ja, dass man dann diesen Codefluss-Graph dann irgendwie rauskriegt. Bei mir gehe ich auf so eine Library hier, so eine grafische Library, kriege dann ein PDF mit dem Dings. Und das ist eine ganz schöne Sache. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, nur dass ihr das Problem seht da dran. Ja, ich glaube, die Programmierer, den Code, den haben sie nach 10 Sekunden kapiert und den kapieren sie nicht in 3 Tagen. Ja, also, wenn ein Student mir so einen Code geben würde, dann wüsste ich auch nicht, wie ich da reagieren würde. Also, wir haben da so Go-Tos drin, zurück, irgendwelche Label und irgendwelche Buckel in, also irgendwelche Schleifen in Schleifen und alles Mögliche. Ja. Der macht auch nichts Gleiches wie das hier, muss man auch dazu sagen. Also das ist irgendein Code. Ja, und jetzt schauen wir uns das mal an, diese Codeflow-Graph von dem. Ja. Sie sehen, das ist ja sehr symmetrisch. Die heißt auch Sym hier und das heißt Complicated. Also das ist ein kompliziertes Ding da mit den Go-Tos, die da grün gezeichnet sind und die verschiedenen Schleifen, die da irgendwie ineinander verschachtelt sind. Und die Metriken von den beiden sind hier oben angegeben. Im Moment schauen wir mal nur das hier an. Der hier hat 14 und der hier hat 9. Ja? Also wenn man die McCabe'sche Definition oder Grenze nehmen würde, dann wäre das erlaubt, aber das nicht. Voilà. Und das ist natürlich, sieht natürlich jeder, dass das ist natürlich ein wirklich ganz, ganz großer Mist. So. Die Software kann das auch noch anders darstellen. Das sind hier in diesen Punkten sind dann immer noch so Elemente drin. Und das ist wirklich ein ganz, ganz gutes Tool geworden in der Zwischenzeit.
dass man Code verstehen kann auch. Ja? Man sieht nur die Codeflusselemente. Also zwischen diesem Kreis hier und diesem, also zwischen diesen beiden Elementen, können drei Zeilen Code stehen. Irgendwelche Zuweisungen oder ja, Zuweisungen im Normalfall oder Rechnungen irgendwie. Dazwischen stehen halt einfach keine Codeflusselemente mehr drin. Also ifs oder whiles oder breaks oder irgendwas. Ja, die kommen alle hier drin vor. Also das heißt, hier wird nur ein Teil der Software angeguckt, nämlich nur die Codeflusselemente. Das ist auch ganz wichtig, es ist kein Struktogramm oder ähnliches, was wir hier haben. Ja, weil nur ein Teil wird da wirklich ausgeblendet. Genau. Und jetzt gibt es natürlich, wenn man diese Codeflüsse oder die Metriken ein bisschen genauer machen wollen, jetzt gibt es natürlich im C noch Sprachelemente, die in der ersten Definition gar nicht berücksichtigt wurden, sondern die aber auch zur Komplexität beitragen können. Also, wir haben schon gesehen, die Go-To zum Beispiel. Diese Go-To's, im Linux-Kernel gibt es wahnsinnig viele Go-To's. Das, was man immer den Studenten sagt, benutzt ja nie Go-To's, das gibt einen schlechten Programmierstil. Wirklich die guten Programmierer, die den Linux-Kernel machen, die verwenden das. Ja, unter bestimmten Regeln kann man das auch tun, komme ich noch drauf. Ja, dann haben wir Breaks, Continues, Returns, ja, das ist, also Returns aus irgendwelchen Funktionen, sind natürlich auch Elemente, die eine Komplexität nachher beeinflussen können. Ja, obwohl sie eigentlich nicht direkt den Codefluss beeinflussen. Es geht immer linear weiter. Das sind keine verzweigenden Elemente. Ja, hier ein Break. Das geht einfach weiter, aber es hat doch was anderes, wie wenn es nicht da wäre. Genau. Und die müssen wir also irgendwie mit berücksichtigen. Die können wir jetzt ansehen als weitere Grundelemente. Ja? Vielleicht noch ein Wort hier zu den Go-To's. Da gibt es mal zwei verschiedene. Das ist zum Beispiel so ein Flow-Graph hier von einem kleinen File hier, CPU-Set. Ja? Sieht man das? Und da benutzen die Go-To's. Ganz viele Go-To's, die hier einfach auf einen Label am Schluss führen oder irgendwo kurz vor dem Schluss, wahrscheinlich Error oder irgendwie sowas wird der heißen. Ja? Und dann aber auch ein Go-To, der hier zurückgeht. Ja? Und die sind gefährlich, weil die bringen eine ganz große Komplexität. Ja, weil die ersetzen irgendeine Schleife, ohne dass aber eigentlich die Ausgangsbedingung besonders klar ist. Ja? Wenn man diese hier gut anwendet, und auch da sehen wir nachher noch Beispiele dafür, ja, dann kann man damit sehr, sehr schön programmieren. Ja, sehr sauber kann man damit programmieren. Weil die hier auf einen einzigen, ganz definierten Punkt zielen die hier ab. Ja, während die hier sind relativ mühsam zu verstehen. Diese Go-To's, die hier irgendwie zurückgehen. Wenn der Label also vor dem Go-To steht. Genau. So, und jetzt machen wir ein weiterer Vorschlag, ich habe vorher schon gesagt, es gibt Hunderte, ich setze jetzt nur einen dazu und sage, okay, bei einer Sequenz nehmen wir einfach die Summe von den beiden Elementen, die da sequenziert werden. Ja? Und beim Nesting, da bewerte ich die. Da sage ich, okay, je tiefer das genestet ist, desto schwieriger oder desto mehr zählt es zu meiner Komplexität dazu. Ja, einfach hier linear, also in der Nesting-Tiefe 2 zählt einfach jedes Element doppelt. Und jetzt habe ich aber auch noch diese Elemente hier nochmal anders bewertet, nämlich einmal zyklomatische Komplexität, das haben wir schon gesehen, und jetzt in meiner sogenannten F-Komplexität, das ist so ein bisschen für den Herrn Fenton, der mir da sehr geholfen hat, das zu verstehen, deshalb heißt die F-Komplexität, ja, gibt also die Schleifenelemente geben 2 und jetzt habe ich bei den Go-To's habe ich 1 für die Vorwärtssprünge genommen und 5 für die Rückwärtssprünge, das wird also bestraft quasi und auch bei Break mache ich einen Unterschied, ob das aus Cases raus ist oder aus Schlaufen und Sie sehen diese Elemente und weil es immer blöd ist, 2 Dinge zu verändern aufs Mal, ja, habe ich dann gesagt, okay, ich mache noch eine G-Komplexität, ja, wo ich das gleiche nehme wie bei der zyklomatischen, aber trotzdem oben dieses Nesting weiter berücksichtige, dass einfach je tiefer das genestet ist, desto mehr zählt es dann. So, Ergebnisse. Das habe ich jetzt mal in Linux-Kernel gemacht, 3.7.9.
Warum habe ich den genommen? Weil wir mit dieser Version mit den Studenten ein bisschen arbeiten und deshalb war der installiert und dann habe ich einfach mal das gemacht. Ja, schauen wir das mal an. Also, knapp 109.000 Funktionen hat dieser Kernel. Ja, ich habe den Treiberpfad hier nicht berücksichtigt, der macht nur wahnsinnig viel mehr. Ja, aber der war mir zu mühsam für einen ersten Test. Ja, dann habe ich 7.500 Funktionen gefunden, die eine F-Komplexität von mehr als 30 haben. Ja, 30 habe ich so gesagt, naja, ab 30 wird es dann wirklich auch visuell komplex, wobei ich die Zahl dann nachher auf 50 erhöht habe. Einfach um die Zahl der Funktionen, wenn man die dann angucken will, ist dann 50 vielleicht besser. Genau. Dann habe ich 854 Funktionen gefunden mit der F-Komplexität über 100, also die dann wirklich komplex sind und ein F-Komplexitätswert bis 1250 in diesem Kernel. Ja. Gut, und dann natürlich wirklich ein Riesenspaß, diese Graphen hier anzugucken. Das hat also wirklich was Künstlerisches irgendwie. Wenn die Graphen da laufen, das ist einfach schön, die anzugucken. Ja, weil da steckt wahnsinnig viel Know-how drin in diesen Funktionen. Das ist einfach schön, die zu gucken. Wir werden ein paar noch sehen. Genau. So, und das kann man jetzt hier mal ein bisschen aufspalten. Das ist also dieser Kernel hier. Der hat so verschiedene Pfade. Das ist alles von kernel.org runtergeladen, diese Dinger. Dann gibt es da so verschiedene Pfade und da habe ich das einfach mal gerechnet, wie viele Dateien, wie viele Funktionen über 30, wie viele über 100 und dann noch das größte Fmax, also die größte F-Komplexität. Ich möchte gar nicht so groß drauf eingehen, weil da kann man schon wahnsinnig lang diskutieren jetzt oder interpretieren, diese Daten. Ja, genau. Da schauen wir uns mal so ein paar Graphen an. Also ich habe mir mal den aus dem wirklichen Kernel-Path, das sind also wirklich diese Kernel-Core-Files, die da drin sind, und dann auch in dem Architecture-Path, da sind die normalerweise größer. Genau. Schauen wir uns das mal an, das ist also das File oder die Funktion, die mit der größten F-Komplexität im Kernel-Path. Linux Kernel Audit SC.c. Und da die Funktion Audit Filter Rules. Genau. Also so sieht es aus und ich hoffe, man sieht es ein bisschen von den Farben. Es ist eigentlich im Prinzip nur ein ganz großes Switch-Case-Struktur. Ja? Teilweise mit nur so ein paar If-Dinger dann irgendwie drin, so If-Sachen. Und das Ganze in so einem Loop. Ja, das Rote, das ist irgendein Loop. Genau. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Ausgangslogik irgendwie, die dann halt noch irgendwas macht, wenn er dann mal aus dem Loop rauskommt. Wahrscheinlich, wenn er irgendwas gefunden hat. Ja? F-Komplexität 365 und zyklomatische Komplexität 83, also wenn man das natürlich berechnet oder vergleicht mit dem McCabe, der gesagt hat, Maximum 10, dann sind wir dann natürlich wirklich in einer anderen Größenordnung irgendwie. Ja. Man sieht es auch, wir haben hier so 38, also 42 Cases, 39 Ifs und so weiter. Das ist alles so eine Analyse, so eine Codeflow-Analyse gibt eben genau solche Dinge, dann, die man dann irgendwie analysieren kann. Ich habe letztes Jahr, ich weiß nicht, ob jemand in Chemnitz war letztes Jahr, bei den Chemnitzer Linux-Tagen, da habe ich auch über diese Methode ein bisschen präsentiert und da bin ich hinterher in Kontakt gekommen mit Kernel-Entwicklern und die hat mir, oder da war einer, der hat mir gesagt, das ist wirklich extrem gut, dieses Tool, weil, ich meine, bei 109.000 Funktionen, die wissen immer, was da jede macht. Und die wissen auch nicht, welche komplex ist, welche kompliziert ist. Das weiß man einfach heute nicht mehr. Vielleicht weiß der Maintainer, der weiß noch, okay, da, das ist ein langes File, da passiert wahrscheinlich viel. Ja? Und durch so eine Analyse kann man natürlich ganz schnell sagen, hoppla, hier ist ein Problem. Oder ein potenzielles Problem. Ja? Das ist jetzt der Codeflow-Graph aus diesem Arch-Ding hier. Ja? Also viel Spaß, der hier irgendetwas verändern möchte. Ja? Also sowas ist eine Zeitbombe meiner Ansicht nach. Eine absolute Zeitbombe. Ja, man sieht hier diese Grünen, das sind diese Go-Tos. Also auch hier, der macht sehr davon Gebrauch, hier auf irgendeinen Endlabel zu gehen. Ist noch spannend, das ist irgendwie wahrscheinlich raus oder irgendwie sowas. Ja, er hat hier andere Labels auch noch, wo er dann massiv drauf geht. Man sieht es hier. Und natürlich hier dieses Chaos hier, das ist natürlich relativ mühsam zu verstehen. Ja, und jetzt gut, in dem Architekturpfad, das sind natürlich oft
Files, die sind von den Prozessorherstellern, werden die beigesteuert. Also vielleicht haben die sogar ein Interesse daran, das möglichst komplex zu machen, damit man es eben nicht versteht, was da passiert. Das kann alles sein. Aber schon allein die Tatsache zu wissen, okay, dieses File müsste man vielleicht mal angucken und vielleicht ein bisschen entzerren, kann natürlich extrem helfen. Ihr seht hier auch nochmal 265 zyklomatische Komplexität. Also das ist schon relativ mühsam. Gut, man kann das dann auch noch so ein bisschen anordnen. Also hier, das ist einfach die F-Komplexität als Funktion der zyklomatischen Komplexität. Wenn man sich die Definitionen nochmal anguckt, die F-Komplexität kann niemals größer sein als die C-Komplexität. Also das heißt, es ist diese blaue Linie hier. Alle Punkte müssen über der blauen Linie sein. Ja? Und dann haben wir eben hier diese, das sind jetzt nur die Kernel-Files hier, haben wir hier einfach diese Files, die wir dann schon gesehen haben. Irgendwie 365, also das war der hier, den wir schon gesehen haben. So, diese Grafiken, die geben ein ganz gutes Bild darüber, über die Gesamtkomplexität von irgendeinem ganzen Pfad von Files, ja, oder von Funktionen. Ja, das kann also auch helfen, dass man das wirklich ein bisschen besser versteht, was da in der Gesamtheit passiert. Hier nur die G-Komplexität, hier jetzt nur dargestellt, ein bisschen als Vergleich, aber da kann man viel interpretieren, zum Beispiel diese Funktion hier, die hat eine große F-Komplexität, aber eine relativ kleine G-Komplexität, könnte man sich mal angucken, warum, kann also ganz interessant sein. Ja, jetzt hier nochmal eins aus dem Kryptopfad, ja, zyklomatische Komplexität 156, F-Komplexität 464, Sie sehen, es ist einfach ein riesengroßes Switch Case, ja, und dann Breaks drin irgendwie und das boostert es auf. Da komme ich dann nachher auch nochmal kurz drauf zu sprechen, wie man sowas eventuell umgehen kann. Ja. Hier auch nochmal eine wunderschöne, finde ich, F-Komplexität knapp 800. Ja. Es ist spannend, sich das anzugucken. Sowas ist wirklich, da muss man in den Code gucken, um es zu verstehen. Bei anderen Files ist es wirklich so, dass, oder anderen Funktionen, dass man anhand von so einem Codeflussdiagramm schon erkennt, was diese Funktion macht. Ja, und wie gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz großes zusätzliches Tool, ein komplementäres Tool zur Analyse von Software, dass man diese Daten zur Verfügung hat. Hier einfach nochmal ein paar dargestellt, die ich einfach schön fand. Ja, also hier so riesig breit, ja, Sachen und dann unten nochmal irgendein Switch Case und so weiter. Ja, genau. Gut. So, jetzt schauen wir uns doch mal an, wie sind diese Größen, oder die Größe F-Komplexität, zusammen mit ein paar anderen Größen, wie hat sich das denn so im Lauf der Zeit entwickelt im Linux-Kernel? Ja, wenn man nur mal die Anzahl der Funktionen anschaut. Ja, am Anfang, das ist ja so vernachlässigbar, das sind ein paar hundert bei der Version 1.0 und dann hier so bei 2.2, 2.4, 2.6, da ist dann explodiert. Klar, die schon länger beim mit Linux arbeiten, die wissen das so, vielleicht Anfang 2000er Jahre plötzlich ist das Ganze explodiert, die ganze Linux. Ich glaube 2.2, das war so 1999, ja, und dann war das so 2002, 2004, vielleicht, wo das Ganze explodiert ist, wo also das in eine große Menge von Interesse gestoßen ist. Und plötzlich hat jeder Linux verwendet, was ja auch wunderbar ist, so weiter. Genau. Ja, hier mal aufgetragen die Summe von allen Komplexitäten. Also wir nehmen die gesamte Anzahl von Funktionen und addieren das. Ja. Auch dort sieht man diesen starken Anstieg bei 2.2 bis 2.6. Ja, da hat man diesen großen Anstieg. Und am Schluss hat man doch den Eindruck, dass es sich ein bisschen wieder abflacht, dass da dann nicht mehr so viel passiert jetzt in dieser Gesamtkomplexität. Ja, das ist vollkommen richtig. Ja, diese Achse hier ist alles andere als linear. Ja, das könnte man vielleicht auch mal nochmal linear darstellen. Vielleicht hätte man da andere Informationen. Danke für den Zusatz, das ist vollkommen richtig. Ja, vollkommen richtig. Genau, dann
Schauen wir mal an die Anzahl der Funktionen mit einer F-Komplexität über 50. Ja? Und da haben wir am Anfang ja, vielleicht ein paar zehn. Ja? Ich habe die Zahl jetzt nicht gerade im Kopf. Ja? Und dann auch wieder hier diesen steilen Anstieg. Ich meine, es ist klar, wenn die Anzahl der Funktionen ansteigt, dann ist einfach auch rein wahrscheinlichkeitsrechnerisch, dass dann auch die Anzahl der komplexen Funktionen ansteigt. Ich denke, das ist ganz klar. Ja? Aber auch hier sieht man wieder so ein bisschen eine Abflachung da hinten, dass es einfach sich ein bisschen einen Wert hingeht. Und etwas, was ganz interessant ist, das ist eigentlich das hier, dass wir hier bei diesen 2,2 bis 2,6 oder 2,4 wirklich einen ganz starken Anstieg von der größten, also von der Funktion mit der größten Komplexität haben, ja, bis auf 6000. Ja, und dann fällt es wieder und stabilisiert sich dann. Ja, so ein bisschen, als ob irgendjemand das registriert hat da mal und gesagt hat, hey Jungs, was wir hier machen, ist vielleicht gar nicht so gut, dass es immer komplexer wird oder dass wir immer komplexere Funktionen haben. Ja, und dann hat man das mal wieder so ein bisschen aufgeräumt. Ja, ist eine Theorie, ich kann es nicht bestätigen. Es kann auch sein, dass es nur eine einzige Funktion hier ist, ja, die so komplex ist. Ja, wir schauen uns die nachher auch noch an. Also zumindest mal die hier. Ja, die ist dann doch ein bisschen stärker, die habe ich mir nicht mehr im Detail angeguckt. Ja, und dann schauen wir uns auch mal das an. Also diesen Kernel-Path 2,2, es geht dann von 2,2,0 bis 2,2,26 und von 4,4,0 bis 4,4, ich weiß nicht auch, es gibt glaube ich 4,4,63, ist glaube ich das größte. Also hier, das ist nicht die letzte, weil die Analyse schon vorher gemacht wurde. Das war jetzt erst vor letztes Jahr oder anderthalb Jahren ungefähr. Aber ich habe jetzt alle bis zum 63 analysiert. Und dann schauen wir mal, was sind da für Unterschiede. Sieht man da irgendwelche Unterschiede? Ja, bitte, Frage. Ja, war jetzt sehr spannend, aber die Gesamtkomplexität ja. Aber interessant ist, glaube ich, auch eine durchschnittliche. Ja, auch das ist vollkommen richtig. Also Anzahl der, also die Komplexität pro File. Genau, damit könnte man diesen starken Anstieg von Files ein bisschen rauskriegen, ja. Genau. Also ich meine, das ist ganz klar, wenn man so eine Analyse hier macht, also sie braucht lange. Eine Kernel-Version zu analysieren, braucht ungefähr 6 Stunden. Ja, es sind doch 400.000 Funktionen inzwischen oder sowas. Es braucht also relativ lang. Und damit, wenn man natürlich dann alle Versionen hier durchmacht, das rechnet eine Zeit. Wobei die Daten, die sind jetzt vorhanden, das heißt, man könnte jetzt die analysieren. Aber es sind sehr, sehr viele Daten. Und da haben Sie auch vollkommen recht, es wäre ein interessantes Punkt, ist einfach im Moment noch nicht gemacht worden. Ja? Also, schauen wir uns diesen Kernel 2,2 an. Ja? 2,2,0 bis 2,2,26 ist die größte. Genau, vielleicht ein bisschen muss man sich erst zurechtfinden. Fangen wir an, die Anzahl der Files, das ist diese blaue Kurve. Ja? Die bleibt am Anfang sehr, sehr konstant bis 2,2,10 und steigt dann leicht an, also von 1800 auf 2,300. Ja, also ein paar Prozent, ein paar 10% steigt die an, aber nicht um Faktoren. Ja, dann schauen wir die Anzahl der Funktionen an, das ist dann diese Achse hier. Ja, fängt irgendwie an bei, wo sind wir da, bei 30.000 und geht dann auf 42.000 hoch oder 41.000. Ja, genau. Dann die Anzahl der Funktionen mit FC größer 50. Ja, auch am Anfang konstant, steigt dann auch an, ja, ist wieder die Achse hier, also da sind wir dann so bei 1800 bis 2000, bis 2800 ungefähr und dann noch das FC Max, wo man einfach sieht, hier habe ich einen riesen Anstieg mal, das heißt, da ist zumindest mal eine Funktion dazugekommen, die sehr komplex ist und die ist dann hier, bleibt dann gleich, die ist wahrscheinlich gleich geblieben in der in den höheren Versionen. Genau. Und die schauen wir uns mal an. Das ist also jetzt genau die Funktion hier. Drivers, Chart, CPIA.c und dann CPIA-WriteProc ist die zyklomatische Komplexität 228 und F-Komplexität 5800. Man sieht, es sind sehr wenig Farben, es ist fast nur schwarz, das heißt, das sind eigentlich alles Ifs. Ne? Hier haben wir so 2 Switch Cases und das Ganze haben wir dann noch einen kleinen
einen kleinen, kleine Schleife und dann das Ganze wieder in so einer großen Schleife. Ja? Und jetzt habe ich mir schon gefragt, mein Gott, wir haben doch vorher Funktionen gesehen mit F-Komplexität 600, 800 oder von mir aus auch mal 1000, die wesentlich komplizierter ausgesehen haben als das. Das sieht eigentlich doch relativ aufgeräumt aus. Ja? Und das liegt jetzt natürlich genau daran, dass das alles diese Nested If sind. Und wenn ich dann hier so ein Element habe, dann zahlt man das halt gleich, ich weiß nicht, vielleicht 50 oder 80 oder 100 sogar. Ja? Und das ist einfach vielleicht ein Nachteil von meiner Komplexität, von der F-Komplexität, dass dieses Nesting halt dann doch etwas überbewertet wird. Ja? Also hier, natürlich ist sie kompliziert, die Funktion, aber jetzt vergleichen das zu dem, was wir vorher gesehen haben, ist sie doch einfacher, relativ einfach, dafür, dass sie eine fünffach größere Komplexität hat. Ja? Ich komme auf das nochmal zurück, Entschuldigung, ja? Weil da gucken wir nachher noch, wie könnte man sowas besser machen. Ja, wie könnte man sowas ein bisschen entschärfen, dieses Problem. Jetzt schauen wir noch den 4-4-Kernel an, der war also jetzt, in den letzten Jahren, kann man sagen, war das. Ja? Und auch dort haben wir wieder, ich habe es jetzt aufteilen müssen, weil die Skalen einfach nicht mehr übereingestimmt haben, hier einfach mal die Number of Files und Number of Functions, Number of Files wieder in blau. Ja? Und das ist ganz interessant, dass wir da so Peaks haben, einzelne Versionen, die hier so ein bisschen mehr haben und so weiter. Und dann vor allem bei der Anzahl von Funktionen solche negativen Peaks drin. Immer wieder auch eine Funktion, die da weniger hat. Ja? Und das ist interessant, das sind nur zusätzlich oft diese Nuller-Versionen. Also 4440, 4420 hat es, 4450 hat es dann, 4460 hat es dann wieder, die 50er hat es auch. Ja? Und ich vermute mal, aber das kann ich auch nicht beweisen, also ich habe nichts gefunden in irgendwelchen Logs, ja? Dass da einer sich mal die Mühe gemacht hat und ein bisschen aufgeräumt. Ja, und da einfach Funktionen rausgeschmissen hat, die man nicht braucht. Wahrscheinlich sogar Funktionalitäten rausgeschmissen, nicht nur Funktionen. Jetzt muss man es allerdings ein bisschen im Kontext lassen, weil wenn man mal die Skala hier anguckt, 394.700 und hier 394.400, also prozentual macht das natürlich überhaupt nichts aus. Ja, das sind schon im Promillebereich. Ja, oder Prozentbereich, dass da Funktionen rausgeschmissen werden. Es ist nicht die Mehrzahl, aber es ist doch sichtbar in diesen Dingen und dann, da hat sich wohl einer schon mal die Mühe gemacht und dort ein bisschen aufgeräumt da drin. Ja, das gleiche Verhalten finde ich auch wieder bei der Anzahl von Funktionen mit FC über 50. Ja, das heißt, eventuell hat sich da sogar schon mal jemand die Mühe gemacht und sich die Komplexität von den Funktionen angeguckt. Sofort, ja. Das ist richtig, ja. Aha, ja. Aber vielleicht entspricht das aber auch so ein bisschen dem, wie so eine offene Community läuft. Der eine schmeißt was raus und der andere... Dass das ein... Oder das, ja. Aha. Dass es wieder rückgängig gemacht wurde. Ja. Also zuerst habe ich gedacht, naja gut, das sind Messfehler. Ja. Es kann immer sein, dass man da irgendwann was auch falsch macht bei den Messungen. Und dann, weil es immer in dieser Nuller-Version war, habe ich mir die nochmal angeguckt. Das ist tatsächlich genau dasselbe. Ja. Also alles mit dem gleichen Rechner, mit dem gleichen Software-Version, alles mögliche natürlich gleich gemacht. Vielleicht hat es jemand wieder rückgängig gemacht. Oder die Community hat es einfach wieder reingebracht. Dann. Ja, vielleicht müsste man das mal machen. Ja, vielleicht weiß er das, genau. Ja. Ganz interessant auch, FC ist konstant geblieben, auf einem Niveau relativ, also kleiner als vorher, bei 3100 irgendwas. Ja, und das ist über die gesamte, also zumindest mal die komplexeste Funktion, die ist in allen Versionen quasi die gleiche. Und auch die schauen wir natürlich an. Wir schauen sie an. Nee, wir schauen sie noch nicht an, nachher. Nochmal vielleicht ganz schnell zusammengefasst, diese Sachen. Wir haben hier also bei der 2.2.12, die ist irgendwo mittendrin, ist das, 2099 Funktionen mit FC über 50,
von 32.427, das heißt 6,5%. Und dann haben wir hier bei der 4422 auch wieder mittendrin irgendwo 13.077, das sind aber nur 3,3%. Also es scheint, dass das Linux-System oder der Kernel vom Linux weniger komplex geworden ist im Laufe der Zeit. Ja? Und das finde ich auch ein ganz gutes Indiz, wie so eine Community funktionieren kann. Ja? Wenn man das noch grafisch mal aufzeigt, die Funktionen, die über 50 haben. Ja? Es ist doch 3/4 davon sind im Treiberpfad. Ja? Also die Treiberdateien, das sind die Komplexität reinbringen. Ja? Bei beiden Versionen. Ja? Und zu sehen, es sind so ein paar andere Pfade noch dazugekommen. Hier das, wo haben wir das Tools? Ja? Das Tools zum Beispiel ist da dazugekommen. Die diversen hier, da habe ich alle die Pfade reingenommen, die vielleicht nur 3 oder 4 Files haben. Auch das gibt es ein Documentation, wo C-Files drin hat. Und es gibt so ein paar, die ich einfach hier zusammengefasst habe bei beiden. Aber man sieht, die Verteilung, die ist doch ähnlich geblieben. Die Treiber haben hier vielleicht ein bisschen weniger als hier Auswirkungen darüber. Also vielleicht ist das auch ein bisschen weniger komplex geworden. Ja? Aber die Änderungen da drin, die sind relativ marginal. Ja, das ist also, die sind nicht irgendwie besonders relevant. Und wenn wir jetzt von dem 422 uns das nochmal anschauen, da sehe ich eine ganz schöne Anzahl von Files, die eine sehr, sehr große zyklomatische Komplexität haben, aber eine quasi genau gleich große F-Komplexität. So, und jetzt muss man nochmal überlegen, wo ist der Unterschied zur F-Komplexität? Ja, zur zyklomatischen Komplexität. Ja, die einzigen Parameter, die geändert wurden, das ist einmal die Bewertung von den Elementen war anders und das Nesting wurde bewertet. Ja, und wenn die quasi gleich sind, F-Komplexität und C-Komplexität, dann heißt, und die sind quasi ganz nah bei 1 ja, von diesen Files hier, ich sage noch einmal dran, was das für welche sind, ja, das heißt, es sind nur Elemente drin, die sich quasi in der Bewertung nicht verändert haben. Ifs, das sind primär Ifs. Ja. Und es sind es ist nicht genestet. Das ist also wirklich ein If nach dem anderen. Ja. Ich habe den Codeflow-Graph von denen jetzt gar nicht angeguckt. Könnten wir nachher, wenn sich jemand dafür interessiert, können wir das noch machen, schnell. Aber was interessant ist, die kommen alle aus dem gleichen File. Die sind alle im gleichen File, von nämlich in dem Drivers, MFD, WM 5110 Tables. Ja. Das sind also irgendwelche Tables, sagt irgendwelche Tabellen oder sowas, wo er irgendwas raussucht, einfach durch viele, viele Ifs, die er dann nimmt, nicht genestete Ifs und dadurch hat man dann kriegt man dann diese großen Werte. Hier haben wir noch diese große Funktion mit 3000, gut 3000, Drivers, Net, Ethernet, Intel, also von irgendeinem Intel-Chip, wo da der noch Debug irgendwie, also den Eingang in das Debug-FS vermutlich von diesem Treiber und schauen wir auch den hier nochmal an, den Graph. Auch dort, was ins Auge spricht, wir haben sehr viele Go-Tos, die zu einem einzigen Knoten hier führen. Und damit ja, ist das ganz spannend. Und alles andere sind eigentlich Ifs, dann also so ein paar kleinere Loops noch und so weiter. Gut, es lässt sehr viel, Interpretationsspielraum. Ja? Und wenn man sich das anguckt, auch das macht nicht wirklich den Eindruck, riesig komplex zu sein, wenn man sich das anguckt. Es ist klar, im Laufe der Zeit, wenn man solche Graphen anschaut, da verliert man so ein bisschen, da sucht man immer nur die ganz Verrückten. Ja? Vielleicht verliert man da so ein bisschen auch den Respekt vor sowas, aber eigentlich macht es nicht den Eindruck, riesig komplex zu sein. Und trotzdem hat man 3000 hier oder 140 zyklomatisch. Ja? Und das hat mich dazu angeregt, mal zu überlegen, vielleicht ist die Methode gar nicht so gut, das Überzählen von Elementen zu machen. Weil ist ja logisch, wenn ein File lang ist,
ganz lang, dann muss es nicht unbedingt komplex sein, aber wenn ich Elemente zähle, dann wird es komplex. Also dann wird es in diesen Komplexitätsmetriken wird's komplex. Und deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie könnte man das anders machen. Und bin dann auf eine Methode gestoßen, die völlig verrückt klingt und wahrscheinlich ist sie auch verrückt, aber ich möchte trotzdem ganz schnell die Idee skizzieren, weil es könnte ein völlig anderer Ansatz sein. Ja? Und auch die Informatiker oder die vielleicht schon mal oder die Informatik studiert haben, die wissen das vielleicht noch in der theoretischen Informatik, diese Adjazenzmatrix. Ja? Das ist eine Matrix, wo ich eintrage, von welchem Element etwas zu einem anderen Element geht. Dann gibt es eine 1 und wenn es da nicht geht, also wenn wir hier diese 4 Elemente, diesen Anfang, dann dieses For-Loop, End-For und End-of-Function, hier angucken, dann geht vom 0. Element zum 1. Element geht etwas, das ist dieser Pfeil, dann geht vom 2. Element geht wieder zum 1. dann was und so weiter, das ist dann diese 1 und so weiter und kann das eintragen. Und jetzt kann ich von dieser Matrix, die ist natürlich dann groß bei uns, selbstverständlich, wenn man dort mehrere tausend Elemente hat, kann ich die Eigenwerte berechnen und die Eigenvektoren berechnen. Die sind komplex, nicht symmetrische Matrix, für die Leute, die das wissen. Und jetzt kann man, und das ist eigentlich eine Idee, die kommt aus der Chemie, aus der organischen Chemie, kann man sagen, okay, die Energie von so einem Graph hier, das ist die Summe von den absoluten, also von den Längen von diesen Vektoren. Oder von den, Entschuldigung, von den Eigenwerten. Das ist die Länge, das sind komplex, die Eigenwerte, also die haben eine Länge und da summiere ich. Und wie gesagt, in der Chemie benutzt man das, um organische Moleküle sehr schön beschreiben zu können. Und ich habe das natürlich hier auch gemacht. Und geht natürlich ganz einfach, wenn man das mal hat. Und da gibt es verschiedene Fälle, einmal die mit Energie gleich Null und dann gibt es so große Energien und dann habe ich noch angeguckt, große Energie und kleine F-Komplexität. Wie verhält sich das? Ich möchte es ganz schnell zeigen. Energie 0, das sind alle Graphen, die nicht zyklisch sind, die also keine Loop-Elemente drin haben oder keine Returns, Go-Tos, die zurückgehen. Also wenn es alles nur nach unten geht, quasi, und da gibt es welche, gibt sehr viele sogar, ich würde sagen, sind 80% von den Files, ja, dann hat es immer die Energie 0. Ja, und wenn ich, das versteht man auch, kann ich jetzt leider nicht mehr drauf eingehen, ja, und wenn ich die angucke mit einer hohen Energie hier, dann sehe ich da drin immer lange Pfade, die zurückgehen, also solche ganz langen Loops mit vielen Elementen innen drin. Ja. Und ist es nicht genau das, was Komplexität ausmacht? Ich habe 5 Seiten Code und irgendwann springe ich am Anfang zurück. Viel Spaß beim Verstehen, was da passiert. Vor allem, wenn ich 100-mal rausspringe oder sonst irgendwas davon, wenn ich da Returns drin habe. Und es scheint so, dass diese Energie hier etwas damit zu tun hat, wie weit sind denn diese Knoten auseinander und wie weit geht es zurück. Wenn wir Mathematiker hier haben, hier das andere Beispiel auch wieder, so einen ganz langen Knoten hier irgendwo zwischendrin, ja, wo viel passiert. Und diese haben die hohen Energien. Und das ist eigentlich jetzt der Ausblick auf diesem Thema. Vielleicht nächstes Jahr hier an den Grazer Linux-Tage wissen wir dann schon ein bisschen mehr, wie das zusammenhängt. Schwachpunkt von meiner Methode ist eindeutig im Moment der Parser. Der macht nämlich noch Fehler, kleinere Fehler. Ja. Dann muss ich die Analyse noch von den Linux-Versionen machen und dann muss ich natürlich diese Eigenvektoren und Eigenwerte nochmal wirklich überlegen, was das bedeutet, wenn jemand Lust hat, da mitzumachen. Herzlich willkommen, wenn da jemand ein bisschen Erfahrung hat oder Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Arbeit ist natürlich nicht alleine entstanden. Ich möchte ein paar Leute danken, die leider heute nicht da sein können. Kurosch von der University of Queensland, dann ein paar Leute von Oracle Space Lab, Space Lab Research Lab, die, mit denen ich sehr, sehr schöne Diskussionen über dieses Thema hatte. Und dann noch Leute von uns, ein Kollege, Mathematiker und Studenten, die mir da ein bisschen geholfen haben, mit denen ich sehr viel diskutiert habe über das Thema, weil es ist nicht ganz so linear, es ist nicht so ganz eindeutig, sind wir da auf dem richtigen Weg oder nicht. Und jetzt mal ganz herzlichen Dank euch
für die Aufmerksamkeit, auch für die Bemerkungen. Und ich stehe natürlich heute noch den ganzen Tag zur Verfügung, falls es Fragen gibt, falls jemand mal seinen eigenen Code analysiert haben möchte, mache ich sehr gerne. Können wir gleich machen oder wir können es, ich kann es auch mal über die Ferne machen. Also ich denke, es ist ein interessantes Thema und ich bin gespannt, wie es weitergeht auf diesem Thema. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich offen für Fragen. Vielen Dank. Applaus